Willkommen im vierten und zugleich letzten Video unseres Android Gelbgurt-Programms. In den ersten drei Videos haben wir uns ja um Grundlagen gekümmert, Entwicklungsumgebung aufsetzen, was sind Views, was sind Layouts und so weiter. Das Ganze war aber, was jetzt die Ergebnisse auf dem Bildschirm anging, sehr statisch. Das heißt, das XML-File hat statisch definiert, wie meine App aussieht. Für viele Anwendungen ist es aber nicht ausreichend. Ich möchte dynamisch mein Layout anpassen können. Ich möchte dynamisch Listen ergänzen. Dynamisch sagen, es kommt jetzt eine Grafik oder zwei Grafiken auf den Bildschirm. Und genau das wollen wir uns jetzt hier mal anschauen. Wie kann ich mit Hilfe von Java Code, meistens im Rahmen der Activity Class, meine Layout-Parameter manipulieren, sprich existierende Attribute ändern oder vielleicht sogar auch komplett neue Elemente in meine App einfügen. Wir beginnen wie immer mit dem Hinweis: Code Concert gibt es die zusätzlichen Informationen zu diesem Kurs. Das ist im Wesentlichen die Videos, die man schon gesehen haben sollte, bevor man sich dieses Video hereinzieht. Dann das Arbeitsdokument. Das ist ab Kapitel 5 interessant. Also diejenigen, die sich die vorausgehenden Videos schon angeguckt haben, die müssten im Prinzip die vorausgehenden Kapitel auch schon entsprechend durchgearbeitet haben. Dann noch ein Hinweis darauf, was ich nicht machen werde. Ich habe es im vorausgehenden Video auch schon angemerkt. Das sind die Fragments, die Adapter und das Thema Zoom. Fragments wird auf jeden Fall beim Grüngurt behandelt. Zoom eventuell auch. Das weiß ich noch nicht, wie ich die einzelnen Themen dort jetzt noch aufteilen werde. Aber das wird sich finden. Und alle weiteren Infos wie immer unter Code Concert. Hier findet ihr auch eine Aufgabenstellung für die erste, ja, offizielle Aufgabe. So ein kleines Arbeitsdokument als PDF. Und dort habe ich auch ein paar Hinweise reingepackt, wie man denn seine Applikation von Eclipse auf ein reales Device, also auf das eigene Handy, denn spielen kann, sofern es ein Android-Handy ist. Zuerst ein kurzer Abriss über das, was uns jetzt in diesem Video erwarten wird. Wir beginnen mit den IDs. Was sind IDs? Wie lege ich sie fest? Wie definiere ich sie? IDs sind relativ wichtig, um später mit Java auf die einzelnen View-Eigenschaften zuzugreifen. Im Wesentlichen dienen die IDs dazu, wie ich die Views finde. Das wird dann der nächste Teil sein. Dann, wie greife ich auf die View-Layout-Eigenschaften eigentlich zu? Wie kann ich sie verändern? Der nächste Punkt wird dann sein, wie kann ich ein View-Element in Java erzeugen? Wir erinnern uns an das letzte Video. Dort habe ich gezeigt, wie man mit Hilfe von XML die einzelnen View-Elemente definieren kann. Hier probieren wir es mal komplett in Java ohne XML. Und dann haben wir noch das Thema, wie ich ein View-Element in Java zwar erzeuge, die Eigenschaften des View-Elements aber in XML, in einem XML-Layout-File hinterlege. Das ist so der, ja, ich würde nicht sagen Königsweg, aber durchaus der interessanteste Weg. Nun zu den IDs. Eine ID kann ich als eine eindeutige Adresse interpretieren. Das heißt, innerhalb meiner Applikation ist diese ID eindeutig und ermöglicht mir dann entsprechend das Wiederfinden oder Identifizieren meiner einzelnen Elemente. Gehen wir mal davon aus, wir haben ein Element, jetzt hier in dem Beispiel ein Würfel, und haben dieses Element irgendwo auf dem Bildschirm platziert. Wenn ich jetzt dieses Element, in dem Fall eben dieser Würfel, diese Grafik des Würfels, wenn ich dieses Element verändern will, zum Beispiel, ich würde gerne die Grafik austauschen, also das Drawable jetzt hier von der 1, also ein Auge von dem Würfel, auf eine andere Würfelansicht ändern, dann muss ich erstmal gucken, wie komme ich an diese Image View erstmal dran. Die liegt ja als Objekt in meinem Bildschirm, in meinem Layout.
und jetzt muss ich irgendwie Java-technisch oder programmtechnisch dieses Ding identifizieren. Und wenn ich das identifiziert habe, dann kann ich sagen, ich hole mir das Objekt dazu und kann im Java-Code einfach sagen, liebes Objekt, du hast jetzt nicht mehr die Würfelseite 1, sondern die Würfelseite 6 zu zeigen und dementsprechend würde Android dann auch die Grafik austauschen. Wichtig ist, und das haben wir in den vorausgehenden Videos ja schon gesehen, dass dieser Würfel also eine ID hat. Wir sehen hier nochmal den Code im XML-File. Da steht dann ID ist gleich add plus ID myID. Das soll im Prinzip darstellen, dass in den Resources eine neue ID erzeugt wird und die soll myID jetzt heißen. Wie ich die nenne, ist dann eigentlich zweitrangig. Und ein weiterer Hinweis, wenn ich in meiner XML-Datei diese ID wie oben gezeigt eintrage, dann erzeugt ja Android diese ID intern. Das heißt, es wird eine Nummer erzeugt, die dann für dieses Image-View-Element steht. Ich könnte theoretisch diese ID auch selbst erzeugen. Ich laufe dann aber in Gefahr, dass ich irgendwo mit den Android-IDs kollidiere. Jetzt muss man dazu sagen, Android belegt nur einen gewissen Wertebereich und wenn ich mich außerhalb dieses Wertebereichs bewege, dann bin ich einigermaßen sicher, keine Kollision zu erzeugen. Aber ich würde grundsätzlich erstmal versuchen, die IDs über Android direkt erzeugen zu lassen und nicht selber mit irgendwelchen Nummern mich rumzuschlagen. Wenn ich das tue, dann gibt es die Möglichkeit, in einem File, und das nennt sich IDs XML, wir werden uns noch anschauen, wie ich das entsprechend erzeugen kann, diese IDs einzutragen, also diese von mir zu nutzenden IDs. Und die Einträge sehen so aus, ich habe Item Name, das ist dann ein neuer Item in dem IDs-File und der Name entspricht dann das, was auch immer ich jetzt hier eintragen möchte. Ich taufe das Ding jetzt mal Tabrow 00 und als Type setze ich ID, damit später Android das Ding finden kann. Aber das gucken wir uns dann auch noch mal etwas später etwas genauer an. Wenn wir die IDs nun definiert haben, können wir uns jetzt um den Code kümmern, der jetzt versucht, aus diesen IDs wieder eine Referenz auf die einzelnen View-Elemente zu erlangen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir ein Element haben, einfach ein Würfel, also ein Image View mit einem Würfel mit diesem entsprechenden einen Auge. Wir haben diesem Image View jetzt auch eine ID verpasst. Image View Dice 0, so habe ich das Ding jetzt einfach mal getauft. Und das wird dann mit dem Dice 1 Image belegt. Nochmal hier der Hinweis an dieser Stelle, wer diese Beispiele nachprogrammieren will, findet auch auf meiner Homepage die entsprechenden Drawables, also die Grafikinformationen, die Grafikdateien, damit man das mal ausprobieren kann. So, dann schauen wir uns den Code mal im Detail an, der jetzt dafür zuständig sein soll, diese Image View zu identifizieren und entsprechend auch zu manipulieren. Also nochmal in Erinnerung gerufen, das ist mein XML-File oder Teil meines Layout-XML-Files und das ist jetzt ein Programmteil, der in meiner Activity läuft. Ja? Also man könnte sich jetzt überlegen, dass ich, keine Ahnung, über eine Zufallszahl über einen Button oder was auch immer, jetzt die Notwendigkeit sehe, das Bild zu ändern, auszutauschen und das würde dann entsprechend der Aufruf dieses Codes dann bewerkstelligen. Wir beginnen mit der Methode FindViewById. Also meine
Activity bringt diese Methode bereits mit. Und was diese Methode macht, sie erwartet einen Integer-Parameter. Und dieser Integer-Parameter ist im Prinzip mein Name der ID, die ich meiner ImageView zugewiesen habe. Und das finde ich über eine, ja, eigentlich eine Java-Notation, R steht für Resources. In den Resources finde ich eine ID und bei den IDs finde ich jetzt die ImageViewDice 0. Das ist deswegen in der Java-Notation möglich, weil die XML-Files, wie wir in den vorigen Videos ja schon mal erfahren haben, beim Build-Prozess in Java-Files umgewandelt werden und dann kompiliert werden. Das heißt, die XML-Information ist nichts anderes wie eine, nun nennen wir es mal, bequemere Art, Java-Code zu erzeugen. Das heißt, ich definiere mein XML-File und aus diesem ganzen Brimborium werden dann Java-Klassen, die ich dann ganz normal auch in meinem Code manipulieren kann. So, FindViewById haben wir gesagt, mit dem Parameter meine benötigten ImageView. Was das Ding jetzt zurückliefert, ist eigentlich kein ImageView, sondern ein View. View ist die Elternklasse von ImageView, weil man eben vermeiden wollte, für jede neue View, die in den zukünftigen Releases irgendwann mal kommt, eine neue Find-Methode zu programmieren, hat man das eben allgemein gemacht, hat sich sozusagen der Vorteile der Objektorientierung bedient. Und das heißt, ich muss jetzt erstmal, wenn ich später mit meiner ImageView arbeiten möchte, es auch in eine ImageView Variable reinkopieren, muss ich erstmal einen Typecast machen. Der geht ganz normal bei Java, Klammer auf, Zieldatentyp, Klammer zu. Jetzt habe ich mein ImageView Objekt in meine MyImage Variable und jetzt kann ich entsprechend auch die Objektmethoden von meinen ImageView-Objekten verwenden. Wir erinnern uns, ich wollte die Grafik austauschen und das geht mit der Methode setImageDrawable. Und die erwartet eine Ressource, und zwar eine Drawable-Ressource, die, gehen wir mal davon aus, der User hat eine 6 gewürfelt, die eben die Würfelseite mit der 6 anzeigen soll. Diese Ressource muss ich mir jetzt irgendwie auch erstmal aus den Tiefen meiner Android-Klassen holen und das funktioniert mit dieser Zeile. Erstmal brauche ich ein Handle auf die allgemeinen Ressourcen. Das kriege ich mit getResources. Das ist auch eine Methode, ähnlich wie die findViewById-Methode, die meine Activity bereits mitbringt. Dort sage ich dann, ich hätte gerne eine drawable Ressource. Das wäre hier diese Methode, getDrawable. Und das Ding braucht als Parameter wieder eine ID, eine Integerzahl. Und die einzelnen Drawables, die ich in meinen Ressourcenordner abgelegt haben, die kriegen auch automatisch IDs verpasst und da greife ich auch wieder wie gehabt zu. R für Resources, jetzt keine ID, sondern Drawables und das File, das ich hier referenzieren möchte, ist das Dice6-File. Ja, und mit dieser Zeile wird dann entsprechend auch die Grafik ausgetauscht. So, und diesen Teil habe ich jetzt überschrieben mit was kann nun verändert werden. Das ist jetzt fast ein bisschen mutig, das so zu formulieren, weil grundsätzlich mal kann man alles verändern. Die Java API liefert nun entsprechende Methoden, um Eigenschaften zu ändern, aber grundsätzlich kann ich sagen, jede Eigenschaft, die ich irgendwo in irgendein XML-File reinpacken kann, kann ich auch irgendwie mit Java wieder angreifen. Das liegt eben an der Tatsache, dass XML nichts anderes ist wie eine Definitionssprache, die von meiner Android-Entwicklungsumgebung in Java-Files umgewandelt wird. Und dann habe ich entsprechend auch gezwungenermaßen eine API,
die es mir dann auch entsprechend ermöglicht, von außen an diese Eigenschaften ranzugehen. Als Beweis habe ich hier mal auf dem Windows Explorer, auf dem File Explorer, mal mir die einzelnen Klassen angezeigen lassen. Und was wir hier recht schön sehen, wir sehen hier beispielsweise Resources, die Klasse, dann meine Strings, die ich auch als XML entsprechend hinterlegt habe, meine Layout-Informationen, meine IDs, das sind die Drawables und so weiter und so fort. Also es ist wirklich so, dass mein XML nichts anderes ist wie eine Vereinfachung für die Entwickler, meine Layout-Informationen einzugeben. Man könnte es auch direkt aus Code eingeben, aber das ist von der Entwicklungsergonomie nicht wirklich empfehlenswert. Nun, als nächstes möchte ich mal zeigen, wie man mit Java eine beliebige View erzeugt. Im Prinzip ist es so, dass wir auch eben auf der Tatsache basieren, was ich vorhin gesagt habe, dass auch meine XML-Files nichts anderes sind wie später Java-Klassen. Auf dieser Tatsache basierend kann ich eben auch behaupten, es wird für alles irgendwo eine Möglichkeit geben, es per Java zu erzeugen. Auch wenn es nicht immer sinnvoll ist, aber grundsätzlich mal wird es funktionieren. Wir gucken uns das jetzt hier mal an. Ich habe jetzt hier ein Layout, ein Linear Layout, dem habe ich jetzt auch eine ID verpasst. Das ist an der Stelle notwendig, weil ich später auch auf dieses Layout zugreifen möchte und was dranhängen möchte. Also muss ich es identifizieren. Ich habe das einfach mal Main Lin Layout als ID-Namen genommen. Wenn man größere Projekte hat, sollte man sich natürlich ein bisschen sinnvolleren Namen überlegen, aber für uns soll das mal reichen. Das erste Problem, was ich lösen muss, ist das Thema IDs. Wenn ich eine View erzeuge, möchte ich dieser View auch eine eindeutige ID verpassen. Die habe ich aber nicht. Ich habe ja kein XML-File, wo ich add plus ID und dann was auch immer eingeben kann. Das hier brauche ich eine andere Lösung. Und diese andere Lösung, die läuft über ein eigenes File, und zwar das sogenannte IDs-File. Sollte dieses File noch nicht existieren im Values-Ordner, kann ich es relativ einfach erzeugen. Ich markiere den Values-Ordner und gehe dann auf dieses Symbol. Das ist im Prinzip das Symbol für die Erzeugung eines Android XML-Files. Hier klicke ich dann auf Finish. In dem Arbeitsdokument stehen noch ein paar andere Optionen drin, ein paar zusätzliche. Aber für uns sollte es jetzt mal ausreichend sein. Einfach auf dieses Symbol Finish und vorher natürlich noch den Namen spezifizieren IDs.xml und damit erscheint es dann auch in meinem Values-Ordner. Als nächstes öffne ich diese XML-Datei und trage als Ressource einen neuen Eintrag ein und zwar Name, so habe ich das Ding jetzt mal gekauft, getauft, my Dynamic ID 1 und vom Typ eine ID. Auf dieser Basis weiß nun Android beim entsprechenden Kompilierprozess, hier habe ich eine ID, aus der muss ich eben eine Unique ID machen, die wird erzeugt und wird dann später eben auch von meinen Java-Klassen angreifbar sein. Also, so soll dann das entsprechende IDs XML-File dann aussehen. Ja, und als nächstes haben wir noch die Situation, dass wenn ich jetzt hier ein Textelement beispielsweise dynamisch erzeugen möchte, muss ich da auch einen Text hinterlegen. Und diesen Text sollte ich nicht hart codieren, sondern, auch das haben wir in den vorigen Videos schon gesehen, das Ganze in eine String-Datei. In der String-Datei trage ich jetzt hier einen neuen Eintrag ein. Auch das haben wir uns schon mal angeguckt. Das nenne ich jetzt My Dynamic Text und dann Hello World, wie immer. Gut, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze vom Code her tatsächlich gehandelt wird. Hier habe ich jetzt wieder einen Codeabschnitt. Dieser Codeabschnitt steht jetzt in der Main Activity. Wo auch immer ich die jetzt hinpacke,
Für unser Beispiel könnte man das jetzt in die onCreate-Methode reinpacken. Grundsätzlich, ich brauche jetzt erstmal eine Referenz auf die aktuelle Activity. Das ist dieses This. Und mit dieser Referenz, diese Referenz packe ich jetzt in den Konstruktor für TextViews rein. Das heißt, ich erzeuge eine neue TextView und speichere die jetzt in einer Variable. Die habe ich jetzt mal myTextView getauft und die ist vom Typ TextView. Das heißt, ich habe ein neues Element erzeugt und speichere es für die spätere Weiterverarbeitung zwischen. Als nächstes sage ich setText für meine TextView. Hier haben wir wieder die Sequenz getResources und jetzt nicht wie bei dem vorausgegangenen Beispiel getDrawable, sondern getString. Ich möchte hier eine String-Ressource machen. Und diese String-Ressource hat dann entsprechend die Ressourcenreferenz wieder R. Punkt, hier jetzt String. Ich möchte eine String-Ressource holen und dann gebe ich hier an myDynamicText. Damit habe ich jetzt die TextView mit genau diesem Text belegt, der hinter diesem Textnamen entsprechend steht. In dem Fall Hello World. Als nächstes setze ich die ID. Hier nehme ich auch wieder die Referenz auf mein TextView, sage meinem TextView setID und verpasse jetzt dieser ID genau den Wert, den ich in meinem zentralen IDs-File vorgegeben habe, eben myDynamicID 1. Und jetzt hat der TextView eine eindeutige ID im Rahmen der kompletten Applikation. Das wären genau die Schritte, die ich auch im XML-File tun würde. Und ja, das wäre eigentlich so im Großen und Ganzen alles. Eine Sache noch, die wir hier tun müssen: Wir müssen unsere Layout-Parameter setzen, und zwar die minimale Anforderung, und zwar Match Parent und Wrap Content. Die kann ich nicht einfach nur so reinsetzen, sondern ich sage hier New Layout Params und das ist ein Konstruktor und der erwartet jetzt hier zwei Werte, und zwar die Höhen- und Breitenangabe. Ja, vor dem Hintergrund, das war es eigentlich. Damit habe ich jetzt mein TextView tatsächlich erstellt. Und wenn jetzt der Code hier entsprechend drüber läuft, dann wird dieses Ding auch tatsächlich erzeugt. Das existiert als Objekt, heißt aber noch nicht, dass es wirklich angezeigt wird. Das heißt, hier muss ich jetzt erstmal mich nochmal, oder am Schluss muss ich mich jetzt noch darum kümmern, dass ich diese TextView, die ich vorhin erzeugt habe, in mein Linear Layout reinpacke. Wir erinnern uns, wir haben bei dem Linear Layout auch eine ID hinterlegt. Und jetzt mache ich Folgendes: Ich rufe wieder meine Methode auf, FindViewById, mit meiner ID des Linear Layouts. So, der aufmerksame Zuhörer wird jetzt auch schon erkannt haben, dass die Layouts von der Java-Klassenstruktur auch nichts anderes sind wie Views. Das heißt, die Mutter aller sichtbaren Elemente ist die View. Und damit ich später eben mit meinen Layout-Methoden auch wirklich angreifen kann an mein Objekt, das mir mein FindViewById-Methode zurückgibt, muss ich auch hier ein Typecast machen, in dem Fall eben auf Linear Layout. Ja, und am Schluss sage ich, das Layout, das ich hier gefunden habe, das soll jetzt diesen neuen View, den ich vorhin erzeugt habe, auch wirklich aufnehmen. Und das läuft dann hier mit Add View und dann hier myTextView. Und damit habe ich jetzt auch tatsächlich auf meinem Bildschirm meinen dynamischen TextView mit genau dem Text, den ich vorgegeben habe. So, wir haben jetzt gesehen, dass es durchaus
ja, umständlich ist, bis ich dann meinen ganzen Kram zusammen habe. Und dieser einzelne Text-View ist ja eigentlich vom Aufwand her relativ, oder von den eigentlichen einzelnen Eigenschaften her relativ simpel gestrickt. Das heißt, wenn ich jetzt mal was Komplizierteres machen will, dann kriege ich die Motten, wenn ich da wirklich jeden einzelnen Parameter, jedes Attribut mit so einer Riesenprozedur setzen muss. Und das haben auch die Android-Jungs gesehen und haben sich da ein recht spannendes Teil überlegt, und zwar der sogenannte Layout-Inflator. Was das Ding macht, ist, es kombiniert mir eben die einfachen Konfigurationsmöglichkeiten in XML mit der Dynamik von Java. Schauen wir es uns an. Wir erzeugen uns jetzt mal wieder in unserem IDs XML zwei dynamische IDs. MyDynamic ID 2 und MyDynamic ID 3. Als nächstes machen wir auch wieder zwei Strings, damit wir das später auch unterscheiden können, was wir da eigentlich getan haben. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir packen wieder mit Hilfe unseres kleinen Helferleins für die Android XML-File-Erzeugung. Wir erzeugen dort ein XML-File, diesmal aber im Ordner Layout. Und das nennen wir jetzt mal myTextView.xml. Und das bauen wir genau so ein. Wir erzeugen jetzt, und das ist, also was wir hier sehen, ist das komplette XML-File. Und zwar habe ich jetzt hier mein TextView und sämtliche relevanten Informationen oder Attribute für mein entsprechendes TextView. Und das ist im Wesentlichen die Standard-Layout-Settings, Wrap-Content, habe ich sie hier genommen. Und dann habe ich noch zur besseren Unterscheidbarkeit nochmal Text-Color mit reinem Rot angegeben. Und jetzt gehen wir mal den Code durch, den ich jetzt hier in meiner Main Activity brauche, um dieses ganze Ding auch wirklich erzeugen zu lassen. Als allererstes brauchen wir den sogenannten Layout Inflator. Mit der Methode getLayoutInflator kriege ich einen Handle auf dieses Ding. Ich könnte auch, wie ich es hier oben dargestellt habe, mit dem Code LayoutInflator und dann from getBaseContext. Aber das soll uns jetzt hier nicht mehr stören. Wir bleiben jetzt mal bei dem rot eingekreisten Code. So, und jetzt sage ich, ich hätte gerne ein neues TextView. Und diesen neuen TextView packe ich in die Variable NewView und mache Folgendes. Ich sage, lieber Inflator, bitte inflate mir das Element R Layout myTextView. Das heißt, das ist jetzt eine Referenz auf genau das XML-File, das ich vorher erzeugt habe. Danach sage ich New View, also mein neu erzeugte View, setze mir bitte die ID MyDynamic ID 2. Damit hat das Ding diese ID verpasst bekommen, die ich vorher in meinem IDs.xml-File erzeugt habe. Als nächstes setze ich den Text. Das ist im Prinzip auch nichts anderes wie das, was wir bei dem reinen Java-Approach gesehen haben. Und danach My Layout, das ist der Layout, den ich vorhin ja auch schon identifiziert habe. Add View, New View, das heißt, ich hänge jetzt hier diese View auch an dieses Layout dran, an die ich schon vorher Hello World dran gehängt habe. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist jetzt, ich kann jetzt wieder sagen, New View, Text View, Inflator, Inflate und so weiter. Das heißt, ich mache jetzt genau den gleichen Code nochmal. Ich setze lediglich eine andere ID, nämlich hier MyDynamic ID 3 und hier jetzt für diesen Fall einen anderen Text. Und somit habe ich mit einer Definition, mit genau dieser MyTextView-Definition, zwei View-Elemente hier reingepackt. Und nur aufgrund der Tatsache, dass ich
meine IDs unique halten kann, indem ich hier die ID 2 und hier die ID 3 gesetzt habe, kann ich entsprechend hier beliebig viele Elemente setzen, sofern ich entsprechend noch genügend freie, nicht genutzte IDs habe. Der Layout-Inflator kann aber auch ein bisschen kompliziertere Sachen realisieren. Ich habe mir jetzt mal ein etwas umfangreicheres Beispiel überlegt und das gehen wir jetzt mal Punkt für Punkt durch. Als erstes brauche ich für mein Beispiel noch ein paar zusätzliche IDs. Die habe ich jetzt einfach My Dynamic Lin für lineares Layout ID 1 und dann My Dynamic Text ID 11 12 genannt und dann auch entsprechend nochmal zwei Textinhalte, also Stringinhalte, die dann entsprechend mein Text dann darstellen sollen. Und jetzt erzeuge ich wieder ein neues Layout-File im Layout-Ordner. Wie das geht, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und das nenne ich jetzt MyLinExampleXML. Und das Besondere jetzt an diesem XML-File ist, ich habe hier einen kompletten Block reingebaut, also mit einem Linear-Layout und zwei Kind-Elementen. Das heißt, die Hierarchie oder die Verschachtelungstiefe von diesem XML-File ist tatsächlich um eins höher wie das, was wir bis jetzt gesehen haben. Wir gehen tatsächlich in die zweite Ebene rein. Schauen wir uns das nochmal etwas genauer an. Ich habe drei Elemente. Einmal das Linear-Layout, das ich so in der Form auch durchaus in einem anderen App als Root-Element in der Form einsetzen könnte. Und mit allem drum und dran, was ich also brauche. Meine Höhen- und Breitenangabe, die Orientation, die ich jetzt hier horizontal gesetzt habe. Und mit zwei Kind-Elementen. Da habe ich jetzt mal für dieses Beispiel einfach zwei Text-Views genommen. Zu beachten hier ist, dass ich bei diesen beiden Text-Views IDs eingetragen habe. Das heißt, in mein Element, das ich später dann mit dem Layout-Inflator instanzieren möchte, habe ich IDs eingetragen. Und das habe ich vor allem deswegen gemacht, wenn später mein Layout-Inflator das Ding instanziert, dann werde ich als Rückgabeobjekt dieses Linear-Layout bekommen. Das ist das, was mein Layout-Inflator dann tatsächlich realisiert hat, als tatsächliches Objekt. Wenn ich jetzt aber später die Inhalte dieser Text-Views in irgendeiner Form anpassen will, und das ist jetzt egal, ob ich einfach nur einen Text dranhängen möchte oder eine individuelle ID dem Ding verpassen möchte, dann muss ich das Ding erstmal identifizieren. Und das geht nun mal über eine ID. Und deswegen habe ich hier zwei IDs reingesetzt, einmal First Text und einmal Second Text. Wie wir das Ganze jetzt programmatisch nochmal anpacken, schauen wir uns das gleich mal an. Aber bitte diese beiden IDs immer im Hinterkopf behalten. Also, ich packe wieder was in meine Activity-Klasse, einfach unten dranhängen rein. Und was ich jetzt wieder mache, ist, ich erzeuge mit meinem Inflator wieder mein Layout. Ich referenziere es mit dem Namen, den ich dem Teil verpasst habe, also MyLinearExample. Und dann setze ich meinem linearen Layout diese neue ID. Das heißt, die habe ich vorhin erzeugt. Das ist die erste von den drei neu erzeugten IDs. Die erste verpasse ich gleich meinem Linear Layout. Und dann wichtig, jetzt schon packe ich mit Add View mein neu erzeugtes Linear Layout in mein Elternlayout. Das heißt, sobald ich diese Zeile jetzt ausgeführt habe, habe ich mein grundlegendes Root Layout. Das Root Layout ist es genau das Layout, wo ich vorhin auch schon meine drei Views dran gepackt habe. Und an dieses Layout hänge ich jetzt unten dran mein dynamisch erzeugtes Linear Layout. Das heißt, ich habe jetzt ein Nested Layout. Und jetzt wird es spannend. Jetzt möchte ich aus diesem erzeugten linearen Layout meine beiden Textelemente identifizieren. Das heißt, ich habe noch kein Handle drauf.
Dadurch aber, dass ich jetzt in der Zeile über dieser roten Markierung mit My Layout Add View mein dynamisch erzeugtes Layout in mein Root Layout gehängt habe, kann ich jetzt mit Find View by ID mein entsprechendes Textlayout identifizieren. Und wir erinnern uns, in dem XML-File von mylinexample.xml habe ich meinem TextView eine ID verpasst, und zwar First Text. Und hier kann ich jetzt eben aufgrund dieser Tatsache eine Referenz auf dieses Element kriegen. Gleiches gilt für den Second Text. Das heißt, ich habe jetzt in diesen beiden Variablen MyLinearText 1 und MyLinearText 2 jeweils die Referenzen auf diese beiden Textelemente. Und jetzt kann ich meine neuen dynamischen IDs dranhängen. Theoretisch könnte ich die alten IDs drin lassen, die ich in meinem MyLinExample-XML-File definiert habe. Wenn ich das aber tue, kann ich dieses MyLinExample-XML nur einmal erzeugen und reinhängen. Weil wenn ich es ein zweites Mal in mein Layout reinhänge, dann habe ich ja zweimal die gleiche ID. Und zwar in der ersten Instanz und in der zweiten Instanz. Und das möchte ich nicht. Das heißt, ich hänge hier meine neuen IDs rein. Und dann am Schluss packe ich meine Textinformationen rein. Und also meine Strings. Und das ist jetzt auch nichts Besonderes. Das ist genauso, wie wir es bis jetzt auch immer gesehen und gemacht haben. Ja, das ist so das Wesentliche zu diesem Layout-Inflator. So, bevor wir das Thema Layout-Inflator jetzt abschließen, noch ein paar allgemeine Hinweise oder Wiederholungen nochmal. Also, wie wir gesehen haben, ein Layout-Inflator instanziiert mir Views. Und zwar auf Basis einer XML-Definition. Das heißt, in XML lege ich die Eigenschaften fest und mit dem Inflator baue ich sozusagen aus dieser XML-Definition ein tatsächliches Objekt, das dann auf meinem Screen dann erscheinen kann. Dann das ID-Problem löse ich so, dass ich meine IDs in einem IDs.xml-File definiere und dann mir dynamisch auf die entsprechenden Views zuordne, die ich dann auch brauche. Der nächste Punkt, die Inflate-Methode, die braucht die Referenz auf die Ressource. Ja, die Ressource war ja ein XML-File und das habe ich dann mit r.resources und dann dem Namen des XML-Files dann identifiziert. Der zweite Parameter, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, das ist die Referenz auf Parent. Das lässt man üblicherweise null, weil wenn ich hier rumspiele, dann bekomme ich relativ schnell, ja, ich sag mal, Probleme, wenn man beispielsweise diesen Parent-Parameter auf das Root-Element setze, was ja im Prinzip dann auch das Parent sein soll. Dann gibt mir diese Methode nicht das neu erzeugte Element zurück, sondern das Parent-Element. Das heißt, wenn das so ist, dann muss ich später noch über Find View by ID das Ding wieder neu identifizieren und dann entsprechend weiterverarbeiten. Und aus meiner Sicht ist es eher umständlicher. Insofern empfehle ich, den zweiten Parameter der Inflate-Methode immer auf Null zu lassen und im Prinzip als Rückgabewert dann die Instanz meiner View zu bekommen. Was ich dann aber machen muss, wenn ich es auf Null setze, ich muss dann hinterher mit Add View das Ding ins Parent-Element reinhängen. Aber wie gesagt, ich halte das für den einfacheren Weg, als in der Inflate-Methode eine Referenz auf das Root-Element zu bekommen und dann wieder mit Find View by ID wieder zu holen. Aber das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich habe die hier dargestellte Methode als am einfachsten angesehen. Ja, das war es jetzt auch im Großen und Ganzen. Das war jetzt das letzte Video zum Gelbgurt-Thema.
nochmal in Erinnerung gerufen, was wir uns alles angeguckt haben. Wir haben uns das Einrichten der Entwicklungsumgebung angeguckt. Wir haben die wesentlichen Files und Strukturen unserer Android-Objekte, Projekte angesehen. Wir haben uns die einzelnen View-Elemente, die wichtigsten View-Elemente angeschaut, die wichtigsten Attribute. Wir haben uns die Layouts angeguckt, die verschiedenen. Und am Schluss, jetzt wie ich mit Java meine einzelnen Layout-Informationen erzeugen oder manipulieren kann. Und wenn ich das alles einigermaßen drauf habe, dann bin ich in der Tat in der Lage, schon meine ersten einfachen Android-Programme zu schreiben. Also die jetzt, ich sag mal, über das Thema Hello World hinausgehen. Und die können durchaus relativ spannend auch sein. Und deswegen habe ich auch an der Stelle auch dieses PDF-Dokument für die Aufgabenstellung. Das ist so ein Würfel, soll man programmieren, reingesetzt. Da rate ich jedem, das tatsächlich auch mal auszuprobieren. Und wer es richtig ernst meint, der kann eben auch versuchen, mit dem Erlernten auch eine eigene Applikation mal zu erzeugen. Man wird sehr schnell sehen, dass man mit diesem einen Bildschirm und dieser einfachen Funktionalität nicht zu hundertprozentig weit kommt, aber die wesentlichen Elemente für die grafische Darstellung von Bildern und Texten und Buttons und so ein Kram, die hat man jetzt nach dieser Gelbgurtstufe drauf, und das ist schon mal durchaus was man herzeigen kann. Der nächste Block wird der Grüngurt-Block sein. Da werde ich noch eine Zeit lang dran arbeiten müssen. Und dort werden wir dann etwas mehr in Richtung Dynamik uns orientieren. Und Ziel soll es sein, dass, wenn man den Grüngurt-Block hinter sich gelassen hat, dass man eigentlich, ich sage mal, sinnvolle und durchaus professionelle Programme natürlich im Rahmen der grafischen Möglichkeiten, die man hat, realisieren kann. Und das ist dann wirklich was, wo man sagen kann, da kann man auch schon mal irgendeine Applikation bauen, die irgendwo mit Sinn und Verstand eingesetzt auch jemand anders mal eine Freude machen kann. Also, das war es dann dazu. Dranbleiben, programmieren, ausprobieren, üben. Und auf der Code Concert Seite hin und wieder mal nachschauen, wann der Block für den Grüngurt eben fertig ist.